Kapitel 19. Homo-Sech bedeutet Wertschätzung des Anderen. Wir brauchen eine dringende Pädagogik der Wertschätzung. In Kapitel 10 habe ich bereits die humanistische Psychologie von Carl Rogers und Reinhard Tausch angeführt, in der die Wertschätzung im Besonderen in der Beziehung und Begegnung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten großgeschrieben wird. Der Mensch braucht Wertschätzung und Anerkennung schon im Säuglingsalter. Wertschätzung ist kein Luxus, sondern ein wesentliches Bedürfnis des Menschen. Denn die fehlende Wertschätzung führt zur Aggression und Gewalt. Ich möchte mich an dieser Stelle im Besonderen auf zwei Autoren beziehen, die das Thema in unserem Jahrhundert der fehlenden Wertschätzung aufgegriffen haben. Einerseits Barbara Mettler von Mayborn in ihrem Werk von 2007 und andererseits Pater Anselm Grün in seinem Werk von 2017 mit dem Untertitel, in dem Wertschätzung als die inspirierende Kraft der gegenseitigen Achtung definiert wird. Wertschätzung hat grundlegend mit einer toleranten Haltung der Akzeptanz zu tun, die unabhängig davon entsteht, wie der Mensch ist oder handelt. Denn seine Menschlichkeit wird an sich wertgeschätzt. Die Kommunikationswissenschaftlerin Barbara Mettler von Mayborn definiert Wertschätzung folgendermaßen. Wertschätzung ist eine Haltung des Herzens, die sich auf die eigene Person, die Mitmenschen und auf die natürliche Mitwelt bezieht und die zuerst einmal akzeptiert, was ist. Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Achten wir es, so fördern wir den Frieden in uns selbst, in unserem Miteinander und im Verhältnis zu unserer natürlichen Mitwelt. Der tiefe menschliche Wunsch danach, gesehen, gehört und geliebt zu werden, macht Wertschätzung zu einer unendlich wertvollen Ressource unseres Zusammenlebens. Die Wertschätzung spiegelt ein positives Menschenbild wider. Der Mensch wird als gut angesehen. Diese positive Sichtweise des Menschen entspricht der des Koran, in dem es heißt, dass Allah den Menschen in seiner besten Form erschaffen hat. Sie findet sich erneut in Rousseau wieder. Homo Sapiens widersetzt sich der Idee des Bösen im Menschen als Teil des Wesens des Menschen, erkennt aber an, dass der Mensch durch sein falsches Handeln die Welt zerstört. Darin sehe ich aber keinen Widerspruch, denn diese beiden Aussagen koexistieren im Koran, wo es in der Sura die Kuh al-Baqarah heißt, dass der Mensch nur Blut auf dieser Erde vergießen wird. Das Blutvergießen ist aber der Ausdruck seiner Freiheit und seines Verstoßes und nicht Teil seines Wesens, das Allah, subhanahu wa ta'ala, als gut und in seiner besten Form erschaffen hat. Homo Sapiens widersetzt sich jeglichem pessimistischen Menschenbild, sowohl dem des Falls in der Genesis und dem der Erbsünde, als auch pessimistischen Menschenbildern, wie dem von Hobbes, Machiavelli und Freud. Der Begriff Homo homini lupus stimmt so nicht, denn der Wolf ist nicht im Wesen des Menschen, sondern in seinem Verhalten. Dasselbe gilt für den Todestrieb Thanatos, der Sigmund Freud, der nicht zum Wesen des Menschen gehört, sondern seine gewaltvolle Handlungsfreiheit auf dieser Welt zum Ausdruck bringt und sich somit als Gegenstück zum Eros präsentiert. Daher plädiere ich für eine wohlwollende Haltung der Wertschätzung gegenüber dem anderen, der mich durch die Begegnung und Beziehung im Sinne Bubas erst zu dem macht, was ich als Mensch bin, da ich am Du wachse und somit am Du auch bin. Toleranz ist die Forderung von Promosik in diesem Zusammenhang. Wertschätzung gilt unabhängig von Kultur, Herkunft, Religion und Geschlecht meines Gegenübers, dass ich unabhängig von seinem Handeln und vor allem seiner Biografie in seiner grundlegenden Menschlichkeit wertschätze. Ich verlange nichts und setze nichts voraus. Dies bedeutet für Promosik Wertschätzung, die natürliche Empathie, Toleranz, Offenheit und Respekt voraussetzt. Pater Anselm Grün schreibt hierzu treffend: Wer einen Menschen wertschätzt, sieht in ihm einen Schatz, der auch für andere Menschen wertvoll ist. Ich vergleiche seinen Wert nicht mit dem eines anderen. Ich achte vielmehr seinen einmaligen Wert. Er ist ein wertvoller Mensch. In diesem Zitat findet sich auch der wundervolle Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung, der das Wesen der Wertschätzungspädagogik in einem interkulturellen und interreligiösen Umfeld ausmachen muss. Durch meine Wertschätzung verleihe ich dem anderen einen Wert,
den er sich selbst ansonsten gar nicht zusprechen würde, denn die Schöpfung meines eigenen Wertes ist von der Wertschätzung des Du abhängig. Zum anderen gehören für Promosaic noch zwei Dimensionen, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Einerseits geht es um die Dimension des völlig anderen nach Levinas, nämlich um Gott, die Gottheit oder das Verständnis des Transzendenten im weitesten Sinne. Andererseits geht es um die Dimension der Natur als unendlicher Umgebung, in der der Mensch lebt. Die Achtsamkeit muss auch gegenüber dem Göttlichen im weitesten Sinne und gegenüber der Natur als unserer Lebensumgebung gelten. Das bedeutet religiöse Toleranz einerseits und Umweltschutz und nachhaltiges Ressourcenmanagement andererseits. Danke.